Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. Heute für alle Fans von Behind You so eine kleine Roomtour hier oben in unserem Haunting Room, wie wir ihn so ganz gerne nennen. Schau es dir jetzt an, was alles hier in diesem Raum zu finden ist. Schön, dass du wieder reingeschaut hast bei Behind You. In dem Video wird es so ein kleines Special geben. Ne? Also wir haben jetzt 30.000 Abos erreicht. Dank eurer Hilfe, dank der Community. Ihr seid wirklich die Geisten. Und da habe ich mir überlegt, auch mit Martin zusammen, der jetzt leider nicht dabei und anwesend ist, euch einfach mal so einen kleinen Einblick hier oben in diesen Raum zu geben, wo wir die ganzen Rituale, Ouija und Co. machen. Natürlich auch für alle die Leute, die Behind You jetzt vielleicht erst seit ein paar Wochen oder vielleicht seit erst ein paar Tagen kennen. Ich werde euch einfach ein bisschen hier durch diesen Raum führen, wo wir alles bewerkstelligen, wo wir alle Sachen machen, damit ihr mal ein bisschen mehr über uns von Behind You erfahrt. Ich drehe mal das Ganze einfach um. So, okay. Room Tour beginnt dann eigentlich im Grunde in erster Linie hier. Hier haben wir zum Beispiel ein Objekt, was wir mal bei einer Bestellung bekommen hatten, wo wir aber auch wirklich noch nicht so genau wissen, was es damit letzten Endes auf sich hat. Wir wollen aber auf jeden Fall hiermit noch mehr uns beschäftigen. Was auf jeden Fall jetzt immer da oben bei ist, das ist so eine Schutzkette. Wir haben hier zum Beispiel so ein Aura-Spray. Hier haben wir Weihrauch und Salbei. Dann haben wir hier dieses Gerät, hier zum Beispiel, was ihr seht, hat mit dem alten Röhrenradio zu tun. Weil wir haben ja mit dem Röhrenradio auch schon Transkommunikation gemacht. Also super creepy. Martin sucht gerade die richtige Welle. Das heißt, wir haben ja auch schon Kontakt zu Verstorbenen, zum Jenseits aufgebaut. Und dieses Gerät ist noch so eine Art, so hat Martin mir das erzählt, so eine Art Vorverstärker, was wir dazu nutzen. Dann haben wir hier einen Traumfänger noch hängen. Hier im unteren Bereich haben wir dann ein, ich zeige euch das mal, so eine Art Wärmemesser. Wir können ja genau gucken, wie warm ist das. Und sowas braucht man manchmal, um so einen Hotspot zu messen, ob irgendwo vielleicht auf dem Ouija Temperaturunterschiede enthalten sind. Dann gibt es hier noch ein, das ist ein allgemein auch ein Raummesser, um Temperaturen genau festzustellen. So, hier drin ist eigentlich letzten Endes nur Chaos. Da ist gar nichts drin wirklich. So, dann haben wir hier oben dann noch Weihwasser aus Kevela. Hier haben wir auch nochmal Weihwasser abgefüllt. Hier haben wir so ein bisschen Räucherzeug, so ein bisschen Schutzklamotten, Styrax, Ritualmischungen haben wir hier drin. Hier haben wir dann unser Weihrauch zum allgemein, wenn wir hier mit Weihrauch was machen wollen, ausräuchern. Hier haben wir noch Triggerfotos von ganz alte Familienfotos, die man manchmal ganz gut benutzen kann. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir zum Beispiel noch die Verpackung von dem Dark Grimoire Tarot, wo wir immer die Karten mitlegen. Die einen oder anderen kennen das ja schon. Hier haben wir auch noch ein bisschen Räucherwerk drin. Dann haben wir hier auch noch Crowley Tarot Karten. Die haben wir uns nachher mal nachträglich gekauft, weil wir bei der Haunted Doll nämlich ein paar Karten auch hatten, wo die Community uns geholfen hat, dass es Crowley Karten sind. Hier haben wir noch Schwarzkerzen, eine weiße Kerze. Hier ist eine Verpackung dann noch von dem einen Ouija Brett. Hier haben wir eine Beleuchtung unten in der Ecke. Dann haben wir hier noch ein Kreuz. Dann haben wir unser erstes Ouija-Brett. Hier haben wir dann einen Laser, wo wir dann, mal gucken, kann man es überhaupt erkennen, haben wir den Laser, um Sachen zu fixieren. Dann haben wir hier noch ein altes Bild, ein Heiligenbild. Hier ist das gleiche auch mit einer Planche und auch noch ein paar Bilder. So, das ist dann der Raum. Wir gehen mal hier einmal um die Ecke. Aber ich gehe einfach hier rum, geht's besser. Dann haben wir hier unsere Ghostbox, mit der wir hier halt arbeiten, die ihr immer aus den Videos kennt. Also die ist schon wirklich, wenn ihr mal guckt, die ist schon super groß. Und hier ist unsere Datenbank. Die Datenbank wird dann halt übers Handy getriggert und die Ghostbox kann das dann halt alles verarbeiten. Und hier gehen dann die Kabel in die Ghostbox rein. Und da haben wir dann hier die Einheiten unten angeschlossen für Lautstärke und sowas. Hier ist ein Mikrofon, um die Umgebungsgeräusche aufzunehmen. Und hier die Lampe, die ist schon ewig nicht mehr angegangen. Die sollte eigentlich angehen, wenn eine Präsenz sehr stark im Raum ist, aber die ist schon ewig nicht mehr angegangen. So, dann haben wir dann hier noch von dem Board noch die Planche. Dann auch noch ein paar alte Replikabilder.
So Retro-Bilder, Retro-Bilder. Hier mal noch einen alten Spiegel, da haben wir ja auch schon viele Sachen mitgemacht. Und das war ja der Spiegel halt, wo ja das Ouija-Brett reinpasst. Dann haben wir hier noch ein paar Bibeln, ganz alte Bibeln, wo auch ein alter Exorzismus drin sein soll. So, und das ist ja halt das aktuelle Ouija-Brett, mit dem wir halt arbeiten. Und mit dem hier können wir halt Licht an ausmachen. Und das ist dann halt unser erstes große Ouija-Brett. Da haben wir dann halt auch mal so Schutzkreuze drin und alles, was man braucht dafür, Kerzen. So, hier hinten haben wir dann hinten in der Ecke, könnt ihr auch gerne mal gucken, dass da nichts ist oder so. Hier ist wirklich letzten Endes nur eine Lampe hinter, Steckdose, Patchdose und das ist die Box hier von hinten. So, dann gehen wir jetzt hier einfach weiter. Hier haben wir dann halt ein Pendel, was noch nicht so ganz ausgerichtet ist. Eigentlich soll es nämlich dann so sein, das muss ein bisschen aufgebaut werden, dass wenn Bewegungen sind, kann das dann hier solche Linien ziehen, aber ich habe es noch nicht genau ausgerichtet. So, dann haben wir hier noch eine große Cam, wo wir mit aufnehmen. Also das ist hier eine riesengroße. Das ist eine 4K-Kamera, aber wir machen zurzeit keine 4K-Aufnahmen. Und da kann man mal hier reinschauen. Auf. So, hier haben wir dann auch noch einiges drin. Hier haben wir dann hier noch eine Bibel drin. Hier ist dann noch so eine kleine Legria. So eine Art GoPro. Hier haben wir noch eine Nachtsichtkamera. Hier ist dann noch ein Akku. Hier für EVP-Aufnahmen noch. So, hier geht's weiter. Hier haben wir dann noch ein Gaffer-Tape, um was zu kleben. Hier haben wir dann Bücher, Nachrichten aus dem Jenseits, das Jenseits und die geistige Welt. Hier haben wir Melisse. Hier haben wir noch einen Switch. Den brauchen wir fürs Netzwerk. Hier haben wir dann so eine Klappe, wo wir manchmal einfach, wenn wir mal ein bisschen skripten, um zu gucken, wie der Ablauf des Tages wird, damit wir die Szenen nicht durcheinander werfen. Wenn wir sagen, heute wollen wir Ouija. Und wir machen eine Pause, damit wir das dann immer wissen. Hier haben wir noch ein Buch über Scheitern, schwarzmagische Rituale. Das haben wir mal von der Community mitbekommen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zum Räuchern. So, hier unten gibt es dann auch noch ein paar Bücher. Channeln, Hellsichtigkeit, übersinnliche Wahrnehmung, dritte Auge, Ouija. Hier auch noch ein paar. So, und hier oben ist halt die Mia, die ihr ja schon aus dem Unge-Stream kennt. Da kann ich euch das mal aufmachen. Hier haben wir auch immer eine Bibel zum Schutz oben drauf. So, wartet mal. Dann mache ich das auch mal auf. So, okay. So, das ist halt die berüchtigte Haunted Doll. Die auf jeden Fall hier drin ist. Macht die jetzt auch gerne wieder zu. Mache auch gerne wieder schnell die Bibel drauf, da fühle ich mich einfach wohler mit. So, mache ich das auch wieder drauf. So, da steht noch ein Kaffee. Hier oben sind auch noch ein paar Schutzbilder, die hier im Raum sind. So, ja, dann haben wir hier den weinenden Jungen von Bragolin an der Wand. Hier sind Kerzen, hier ist unser K2 Meter. Wenn Präsenzen da sind, können die sich mit uns über das EMF-Meter in Verbindung setzen. Hier haben wir dann unsere Haunted Doll. Die erste, die in einer Kiste ist. Das heißt, ich kann dann auch jederzeit das Ganze zumachen. So, und die ist auf jeden Fall jetzt hier. Ja, man ist noch die Augen offen, weil wir gestern einen Stream hatten. Und hier sind auf jeden Fall verschiedene Sachen. Hier sieht man auch, dass der Arm runtergefallen ist gestern. Und da ist auch eine Bibelzeile noch drin, Kreuz. Und so, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier einen Schwarzspiegel, mit dem wir ganz viel machen. Hier ist noch ein bisschen Chaos jetzt hier. Ist noch vom gestrigen Livestream noch gewesen. Hier ist dann noch für eine Kamera halt so ein Ausgleich, so ein Tarierungsausgleich. So. Dann ist hier noch von der Xbox, hier ist dann der erste Monitor, hier sind dann die Schatten-Karot-Taten, hier ist dann ein Mikrofon, das ist von Sennheiser HD2, hier haben wir dann die Gaming-Tastatur, allgemein zum Schneiden, da haben wir dann noch ein Stream Deck, da haben wir noch eine Maus,
So, dann haben wir hier dann noch ein Rode-Mikrofon. Hier oben sind zwei Kameras, die haben wir uns auch noch mal zusätzlich gekauft. Die Kamera haben wir dann extra nur zum Streamen dann noch von eBay uns geholt. Dann haben wir dann hier noch eine kleine Cam. Die Cam ist dann hier zum Zocken. Die große Cam ist dann für Livestreaming. Das heißt, ich kann dann hier über den Switch, kann ich dann im Grunde, wenn hier die nächste Kamera hängt, die wird dann hier mit dem Kabel verbunden, kann ich dann die Kameraperspektive wechseln, entweder von der Seite hier oder ich kann direkt aufs Ouija-Brett dann switchen. Das wird dann mit dem Kabel verbunden und das kann ich dann hier mit dem Switch dann die Kameraperspektive ändern. Deswegen, die hat dann auch noch einen guten Winkel, die geht in den Raum rein, die anderen hatten Weitwinkel und die Cam ist dann zum Zocken. Und da sind dann halt so die drei Cams, die drei Monitore, wo dann hier immer dann so der Chat läuft. Hier läuft dann immer irgendwie Überwachung oder sonstiges und da kann ich dann auf dem großen Bildschirm dann halt was machen. So, hier unten ist im Grunde nur die Kabellage. Hier ist dann der Rechner, das ist ein Acer mit einer GTX, mit einer 1080er ist da jetzt verbaut, ein Pentium i7, hier ist dann noch ein Switch oben, damit ich die ganzen Sachen im Grunde hier einspeisen kann. Das läuft dann so, dass dann auch die Xbox angeschlossen ist und die Xbox ist dann hier. Hier ist auch noch eine externe Festplatte. Da hinten ist dann noch so ein Elgato, damit dann die Daten eingespeist werden können von der Xbox. Hier sind so ein paar Games halt zum Zocken. Ein ist dann noch eine Elgato, hier ist dann noch eine Box, wenn wir eine Spirit-Sitzung machen. Hier sind dann Caps. Hier ist dann noch das vom Stream Deck, hier ist dann noch ein Interface. Dann ist dann noch die Cam von Allegria und vom Kopfhörer. Hier ist dann noch eine Native Machine. Kann man auch noch ein bisschen mit triggern oder noch ein anderes Stativ. Und hiermit, wenn ich Bock habe, lege ich so ein bisschen auf. Und da sind auch noch so ein paar Bibelstellen dann letzten Endes. Und so, dann drehe ich mal rum. So, das war jetzt so der Raum hier, ne, damit ihr so ungefähr wisst, was hier so immer drin ist. Und viele wollen immer wissen, was ist hinter der Türe? Das ist eine riesen Baustelle. Zeig euch das mal, was da drin ist. Also da ist, wie ihr schon seht, eigentlich nichts anderes wie ein Chaosraum. Hier ist wirklich gar nichts. Also hier zeige ich euch mal ganz kurz. Da unten ist ein Monitor noch. Und da habe ich mal früher alles abgedämmt mit Dämmstoff. Hier ist nur so Verpackungsmaterial und ein bisschen Bürokram. Kabellage am Boden. Hier ist eigentlich nur ein Chaosraum. Da hinten ist noch so ein großer iMac, der da steht. Aber der ist schon so alt, dass man den nicht mehr nutzen kann. Also hier ist wirklich nur Rotz drin, bisschen Verpackung und mehr ist hier eigentlich gar nicht drin. Also weil, ich drehe mal rum, viele haben immer gefragt, was hast du eigentlich dann im Raum? Also ist eigentlich nur so ein Chaosraum. Ja, und hier machen wir auf jeden Fall so die ganzen Rituale und alles, was dazugehört. Und auch die ganzen Streams, Livestreams kommen aus der Ecke hinten. Das ist immer so für die Neulinge ganz interessant. Ja, hey, wo macht er denn immer die Streams? Macht er die im gleichen Raum? Ja, das passiert immer da hinten. Da wird dann halt alles gesetzt, gelegt und getätigt. Wenn ihr auch mal so die anderen Räume sehen wollt, klar, die könnt ihr jetzt, ich setze mich mal auf, klar, die anderen Räume könnt ihr jetzt natürlich auch im Livestream sehen, in dem Video sehen, aber da gibt es schon ein Video drüber, weil die hat nämlich dann der Tomatolix gemacht. Ich kann euch dann auch nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung reinhauen, weil der Tomatolix war ja für eine Dokumentation hier schon komplett bei uns im Haus und hat sich alles angeguckt und ist auch durch die ganzen Räume gelaufen. Ja, genau, hier unten zeigt euch das mal. Da ist auch noch ein Ouija-Brett, das ist vom gestrigen Tag. Das ist gestern genutzt worden. Dreh mal wieder rum, weil wir ja regelmäßig jetzt immer streamen auf Twitch. Die einen oder anderen haben es ja jetzt schon mitbekommen, was wir auf Twitch immer machen. Ich glaube, wir sind ein bisschen dunkel, so ist besser. Weil wir streamen ja jetzt mittlerweile mehrmals die Woche auf Twitch, machen Livestreams. Viele fragen immer, ja, warum macht er denn nicht die Livestreams auf YouTube? Weil die Möglichkeiten, die wir auf Twitch haben, viel besser sind als auf YouTube.
Das bedeutet, wir haben da viel mehr Freiheiten und wir können viel mehr mit der Community auch einfach agieren. Deswegen haben wir ja auch diesen Discord-Server, wo jeder joinen kann, kostenlos, der über das Paranormale quatschen will. Man kann da sich einloggen, man kann mit allen möglichen Leuten plaudern. Wir sind jetzt schon hunderte von Leuten auf dem Server, die sich über das Paranormale unterhalten und austauschen. Und für die Leute, die mal wissen wollen, wann Stream macht ihr denn Livestreams? Also wir hatten gestern zum Beispiel einen Livestream von 21 Uhr bis, ich glaube, 23 Uhr noch was, war mal wieder live. Und da machen wir dann halt live Ouija-Sitzungen, Rituale, Ghostbox-Sitzungen. Und gestern waren auch über 600 Leute mittlerweile aktiv schon. Das wird immer regelmäßig mehr, weil wir den Twitch-Server ja erst auf Twitch ja mittlerweile erst so seit 4 Wochen, 4,5 Wochen, 5 Wochen vielleicht erst aktiv sind das schon recht gute Zahlen. Ja, und das ist eigentlich jetzt so für alle, die so neu hier auf dem Kanal sind. Das ist so eine Roomtour, um einfach zu wissen, ja, wo dreht sich eigentlich und spielt sich alles das Ganze ab. Und das war heute mal ein komplett anderes Video. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen Einblicke hier geben, wie es bei uns hier überhaupt oben aushaut, was hier eigentlich zu sehen ist, was ihr dann vielleicht in den Videos nicht immer mitbekommt. Deswegen fand ich mal heute den Mittwoch eigentlich ganz passend dafür. So, das war es auch mal mit einem komplett neuen Video auf Behind You, eigentlich mal so Behind the Scene einfach auch mal genannt. Wie sieht's denn im Hintergrund aus? Ich freue mich auf jeden Fall und wenn ihr mal wieder aktiv seid, auf Twitch geht's bald wieder los. Das heißt, wenn wir wieder aktiv sind auf Twitch, geht's jetzt auch bald wieder los. Die neuen Twitch-Termine werde ich immer auf jeden Fall in der YouTube-Community bekannt geben oder auch auf Facebook oder Instagram oder auf Twitch selber. Wenn ihr auf Twitch selber auf unseren Kanal geht, findet ihr auch immer den neuen Streaming-Termin. Und Samstag kommt wie gewohnt ein neues, heftiges, geiles Video wieder auf unserem Kanal Behind You. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Feiertag und einen wundervollen Mittwoch. Ich gehe jetzt Kaffee trinken, weil gestern war ein anstrengender Stream. Ich grüße euch, euer Marc, haut rein.